Hallo zusammen. Damit sich jetzt unser Agent horizontal bewegen kann, gehen wir hier auf den Agenten, damit wir hier Bedingungen und Aktionen einfügen können. Der Agent soll sich jetzt also, wenn man die Taste nach links drückt, hier Taste nach links drückt, soll sich der Schmetterling nach links bewegen. Dafür nehmen wir den Befehl links und können hier die Richtung wählen. Jetzt haben wir also die Taste erstellt. Links, er bewegt sich nach links. Jetzt muss er sich ja aber auch noch nach rechts bewegen. Dafür fügen wir hier nochmal eine Regel ein, plus Regel, und fügen nochmal Taste, die Bedingung Taste ein, klicken hier auf das A und wählen auf der Tastatur den Pfeil nach rechts und nehmen hier wieder die Aktion Bewege dich nach rechts. Da ist schon die richtige Richtung drin. Jetzt speichern wir das, damit wieder nichts verloren geht. Und wenn wir jetzt hier oben auf Play klicken, dann können wir mit den zwei Tasten versuchen, ob sich der Schmetterling jetzt bewegt. Und das scheint zu funktionieren. Bisher kann er nur nach rechts und nach links sich bewegen.